gesteppert. Krieg den Platz nicht los, gell? Krieg den Platz nicht los. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Helium kannst du auch noch haben, na sicher. Weil ich finde fix noch 100.000 andere Sachen, sagt er das. Ich bin da ganz, ganz deppert. Bin da ganz, ganz deppert. Ich such da und da. Aha. War irgendwie interessant. Die Frontier hat einen neuen Captain. Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Mit dem Dixo. Mit dem Dixo. Budi, mit dem Dixo Battle einfach drüber pickt. Passt schon, hält schon. Sicher ist safe. Kleiner Windzug gehört dazu, oder? Aber ich hätte mir gedacht gehabt, so, Brudi, wo ist er gesehen am Morf? Alter! Aha, ich wollte gerade sagen, so habe ich da anscheinend. Ja, würde ich jetzt auch gern wissen. Fix hat das Schiff geflattert. Fix, 100%. Wir haben kein Problem mit Barrett. Wir wollen das Schiff, die Frontier. Wenn du jetzt ihr Captain bist, sind wir wohl hinter dir her. Aha, alles klar. Oh nein, vielleicht hat dir das dein Kollege Barrett nicht gesagt, aber es kursieren ein paar Gerüchte um das Schiff. Dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Ah. Die Beute von 100 Planeten. Und sie wird uns gehören. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier. Viele Planeten und Monden, aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel, okay, und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, trotzdem heute Pappen. Diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Danke, jetzt sind wir definitiv am Arsch. Wir können uns wohl nicht friedlich darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. Wäre er hier, würde Barrett sagen, dass er stolz auf Ihre Frage ist. Okay. Die Antwort lautet nein. Na super. Vielleicht können wir überzeugen. Oh, Alter, mein Tag kommt halt, er redet alles. Er verratet alles und alles drum und dran. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört uns. Mhm. Haben wir das aber extra erhöhen lassen, alles? Aber na gut. Die ist geil, Leute. Das ist aber geil. Sind Sie nicht sicher? Du würdest das Schiff aufgeben? Einfach so? Ich fasse es nicht. Kein Schatz. Wir haben dieses alte Constellation-Schiff völlig umsonst verfolgt. Hau ab. Nimm deinen Roboter und dein Schiff und verschwinde. Wenn ich euch noch einmal sehe, bist du tot. Und jetzt abknallen. Jetzt das wär's. Ohne Behinderung durch die Crimson Fleet zum Hauptquartier der Constellation reisen können. Das wär's, Alter. Und jetzt abknallen. Das wäre richtig, richtig geil. Einmal kurz einen Scanner machen. Da wird sicher nur irgendwas geben, oder? Dass wir badeln können. Sag's ja, irgendwas wird's da safe noch geben. Wirfale, das. Kaffeebackel. Ganz, ganz wichtig. Geh auf Zeit, doch, Geschissener. Also, sind wir nicht ab, aber ein Roboter geht mir schon endlich aufs Arschloch. Da ist eh unser Schiffssignal. Was ist denn damit? Da? Damit ich so eine Schnellreise machen kann. Aha. Das ist aber auch nicht schlecht. Das ist aber definitiv auch nicht schlecht. Dass du einfach so drauf drückst. Mhm. Würde mich interessieren, ob sie trotzdem verhandeln.
Ob man trotzdem nochmal mit einer reden kann. Ich hab die Befürchtung, dass sie dann gleich auf uns schießen. Die Befürchtung hätte ich aber. Oh. Mach auf da die Hitten, mach auf da. Okay, wir wollen es in dem Fall nicht ausreizen. Ich würde sagen, machen wir unsere Schnellreise und tschüss, Papale. Captain, um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen. Schieferle. Mhm. Kartensystem, zeig mal her. Kann ich von da aus gleich umspringen oder was? Oder muss ich komplett jetzt raus? Wähle unteren Abschnitt Missionen. Alles klar. Aber ja, zeigt er mir ja. Bist du, Bruder? Aha. Ja, zeig einmal her. Würde mich interessieren, ob es da auch Animation oder irgendwas gibt oder Hyperschall. Halt auf. Star Wars angelehnt oder irgendwas wenigstens zumindest. Aber ja, wart. Ah, okay. Weil es mir vorher gezeigt hat wegen der Mission. Na dann, let's go. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ich muss irgendwo schauen, dass ich meine ganze Ware los wird. Aber taugt mir nicht so ganz. Ich muss irgendwie schauen, dass ich meine ganze Ware los wird. Ganz, ganz wichtig. Muss aber dennoch sagen, ich hab's mal ein Ticken dabei noch ein bisschen anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber kommt noch. Ich glaube, das Spiel wird mich erst später so richtig fesseln. Ja, dann drücken wir mal auf Verlassen. Würde mich interessieren, was dabei rauskommt. Ah, da bin ich gleich komplett draußen. Das ist auch ein Hit. Bist du nur Atlantis, oder schon da nicht schlecht, das hier. Bist du servus? Ach, Indigo-Protokoll mal wieder. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Danke. Mein Schiff muss repariert werden. Jetzt sag mal, ja, voll wisch. Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Außerdem gibt es da noch Jemison Mercantile, falls du gerne ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Security Checkpoint. Perfekt. Ich würde es mal mit Viewport probieren. Findest du links auf der Plaza. So ein kleiner Rundgang oder irgendwas? Ich bin echt da, Havara. Das ist super. Du findest sicher was dir gefällt. Der kann jetzt schon einkaufen. Wie viel kostet der Havara? Deine Credits? Händler-Credits. Aha. Bist du da? Gibt's Schiefer oder Habitäre? Wo sehe ich das? Ah! Links unten ist der Wert. Alles klar. Ja, gehen wir mal kurz auf Verkaufen, würde mich auch interessieren. du die Schifferl einfach verkaufen, gell? Ich glaube, dass wir da einfach das Schifferl dann verkaufen, oder was? Schade.
Das wäre es, Alter, plötzlich verkauft was, Alter, das wäre es. Du musst ja herzeigen. Würde mich aber interessieren, ob sie das halt auszahlt, meiner Meinung nach. Ja, Schiff einmal verbessern. Zeig einmal her, was gibt's denn da alles für Upgrades? Oder wie viel kosten da überhaupt so ein Upgrade? Ja, mal lieber mal der Antrieb. Zeig mal her, was gibt's denn da? Gibt's da was Besseres? Ja, und wie ist da was Besseres gibt? Fürs Geldbörsel gibt's da in dem Fall dann auch was Besseres, gell? Schild ist immer wichtig. Schild ist immer wichtig. Mhm. Wahnsinn. Lass ich jetzt einmal so stehen. Lass ich jetzt einmal so stehen. Ich weiß so nicht, ob es jetzt unbedingt repariert werden muss, aber ich lasse es jetzt einmal. Aber geil. Wenn du das allererste Mal so da bist, ist schon ein Hit. Ja. Kann ich auch einfach gleich mal so Plunder verkaufen, das wär's. Das wäre echt, echt geil, wenn ich einfach jetzt so quasi sagen könnte, passt, du einfach Plunder da so ein bisschen verkaufen. Du das jetzt kaufen oder verkaufen? Ah, okay, passt. Denken wir schon. Passt. Weg damit. Brauche ich nicht. Kannst du alles haben, was du willst. Die Materialien lasse ich lieber. Das lasse ich auch noch sicher. Das. Kleidung. Kleidung war anscheinend relativ viel wert. Dementsprechend gebe ich ihm so welche Sachen, was wir dann nicht brauchen, weil die haben dann doch ein bisschen schön. Das sind das eine oder andere. Das sind doch wieder ein bisschen besser. Helm. Au. Lass sie jetzt auch mal so stehen. Was haben da wieder Schönes? Tiefenbohrer. Aha. Eigentlich im Prinzip sollte ich den vielleicht weggehen, aber wurscht. Lass jetzt einmal so stehen. Anzüge passt. Munitionsbackerl. Aber das musst du schon lassen. Munitionsbackerl brauchen wir schon. Oh, haben wir schon wieder eine neue Waffe. Ich. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn bei mir. Passt. Ich glaube, das ist, glaube ich, eh auch für den Anfang relativ in Ordnung. Ja. Wir müssten eigentlich zu unserem Haverer wieder. Unserem Roboter-Haverer. Weil der hat da nur so einiges eingesteckt, aber ich lasse es mal gerne mal so stehen. Dieser sinnlose Angriff auf eine Forschungsanlage der United Colonies wird. Kann man auch so wechseln. Kann man. Ich finde es aber lustiger, wie sie sich bewegt. Geil. Schaut so komisch aus. Schaut so richtig, richtig komisch aus. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wüssten das zu schätzen. Du musst auf diesem Planeten keinen Helm tragen. Das weißt du schon, oder? Sag genau der Richtige. Sag genau der Richtige. Mit seinem Scheißhelm. Besitze ich aktuell einen Gegenstand, den Sie benötigen? Ich wollte gerade sagen, so wie viel kann eigentlich der Haverer mitnehmen? Ja, mehr ist genug, gell? Ja, alles. Alles. Nimm einfach alles mit, weil dann tun wir es gleich verkaufen, weißt? Du musst gleich lieber verkaufen, weil dann machen wir gleich auf Business. Machen wir gleich ein bisschen auf Business. Alles gleich weg und tschüss. Hey, wie kann ich dir helfen? Nein. Du halt einmal die Guschen jetzt. So. Das war einmal bei Sonstiges, gell? Bam. Mit einer derartig vollen Tasche werden Sie nur langsam vorankommen. Danke. Ich hab mir schon gedacht, ob irgendwas passt nicht. Das tut jetzt gerade irgendwie ein bisschen weh. Mhm. Das tut jetzt gerade richtig weh. Ah, jetzt habe ich urviel hergeschenkt. Urviel Credits habe ich jetzt hergeschenkt. Ah. Also das ist dann zurückkaufen.
Man dachte, das ist das, was ich jetzt dann kauft hätte. Ich bin verwirrt. Mhm. Ich bin jetzt gerade unnötig verwirrt, aber passt schon. Da haben wir nichts gehabt, da haben wir auch nichts gehabt. Es tut mir jetzt gerade echt ein bisschen weh. Dass ich jetzt so viel jetzt unnötig an Wert weggeben habe. Das kann ich auch weggeben. Das ist auch unnötig. Haben wir eh was Besseres? Waffentechnisch. Da geht wenigstens ein bisschen was weiter. Passt. Ja, muss ein bisschen besser aufpassen. Ja, das ist jedes Mal das gleiche bei den Bethesda Games. Jedes Mal bei mir. Jedes Mal. Immer die Verwirrung ist verwirrt. Das ist ein Wahnsinn. Muss echt genauer sein, aber B-Stepper, oder? Geil. Geil. Hat was. Hat was richtig, richtig Geiles. Würde mich interessieren. Zeig einmal her. Karte. Einfach nur mal Karte. Zeig mal her. Wie groß ist denn da die Map? Ich glaube, da kannst du auch so allgemein auch noch ein bisschen so herumspazieren gehen. Nicht nur in der Stadt sein. Aber da hast zum Beispiel, was hast du? Okay, Fragezeichen. Das ist immer wieder klar, musst du immer wieder aufdecken. Okay, ja, dann. Aha. Das ist dann das Ganze. Den ganzen Planeten. Weil da kann ich auch dann wieder dorthin reisen und das Ganze. Finde ich mir nicht schlecht. Sagt man. Oh, mit so einem Shuttle, ja. Ja, lass einsteigen. Das ist New Atlantis. Aber mach keine Schnellreise draus. Havara. Ah, macht sicher schnell Reise draus, gell? Na, wenigstens habe ich eine Animation. Gott sei Dank. Naja, bissel, wenigstens zumindest. Ja, Ich hätte gerne wenigstens so eine Animation oder irgendwas ab und zu gern gehabt. Nicht immer nur so einen schwarzen Balken. Weil da muss ich schon sagen, da hätte man definitiv mehr erwartet von Bethesda. Dass sie wenigstens so für die Ladezeiten, okay, wenn es Ladezeiten gibt, dass man wenigstens immer so eine Art Animation oder sonst was geboten kriegt. Sagt jedenfalls Barrett, New Atlantis bezieht seinen Strom größtenteils aus. Also die Alliance gefunden heute mit den ganzen Flaggen, mit den ganzen Ländern und alles. Ist geil. Weißt du nicht, ich wollte gerade sagen, so, ich weiß so nicht, ob es auf dem Planeten windig ist, aber das schaut irgendwie nicht so noch aus. Hi. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Okay. Danke. Ich hoffe, es gefällt dir, New Atlantis. Im Dawn's Roost gibt's das beste Essen in dem Besiedelten. Okay, gut zu wissen, was so nicht ob ich essen geht, aber passt. Wir haben sogar noch den Helm oben, weißt du? Wir sind zwar in einer United Colonies Stadt, ja, du bist ja noch aber da. Die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer. Ich glaube, das ist mal unser fixer Begleiter. Einmal für den Anfang. Kann man mit dem abbudern? Vor allem nur für einen Freund, gell? Okay. Die Lose. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt eher weniger erwartet. Oh, es war's. Bibi fein. Super duper. Und da ein Wurzen. Sie warten drinnen auf uns. Jetzt bin ich mal gespannt. Captain. Es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Ach, wie zu Hause? Okay, passt, ich nehme einfach alles mit, was an Wert hat. Alles, was an Wert hat. Nicht, dass ich gleich erbuchtet werde, gell? Wollte auch mal sagen, da kenne ich mal das ein oder andere Spiel, wo ich dann plötzlich erbuchtet worden bin. Öffne nur mit dem Schlüssel der Loge. Ich will noch nicht so unhöflich sein und schon alles fladern, gell? Noch nicht.
Na hallo, Alter, bist du deppert, oder? Nett hier. Wirkt irgendwie mehr so wie eine Bibliothek, aber passt schon. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Lange Geschichte. Ja, kurz und knapp. Ja. Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Danke. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist sie aber nicht. Sie ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Würde mich eher mehr interessieren, ob es mehrere Leute gab. Wir glauben, es passiert jedem, der das erste Mal so ein Ding aus dem Fels zieht. Warum, wissen wir noch nicht. Wenn du also noch mehr Daten beisteuern könntest? Das wäre jetzt aber sehr schön. Ja, ein paar Lichter, ein bisschen Musik. Und zwar davon nichts mitgekriegt mit Musik und Licht, aber passt schon. Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cotric. Wenn das hier das größte Mysterium ist, lieber mit. Ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Hat aber einen gewissen Flair mit der Bibliothek, wenn die das so quageln miteinander. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Die bucht mir neu. Das Artefakt. Wenn ich das und das mitnehme. Hier auf den Tisch. Aber es steht nicht, dass ich da ein Verbrecher bin, also dementsprechend... Vielleicht sollte ich dann nur ab und zu mal dazwischen mal kurz speichern, gell? Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott! Das ist es! Sie reagieren. Hammer, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Das bedeutet, dass... Atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cotri? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich denke gern Breaking Bad. Aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Ja, ich würde die Tante da so ein bisschen befragen, ganz ehrlich. Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind, was sie ergeben... Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Ah ja, alles klar. Ja, das folgen mir jetzt aber auch. Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt, wie wir alle. Komm ruhig erstmal an, stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Katschi! Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf.
Alles klar. Alles klar. Die Pöbel sind aber sehr laut.